Ja, wir sind sicher sehr gut in das Spiel reingestartet. Ich kann selber fast nicht glauben, dass wir nach irgendwie 26 Minuten 3-0 in Führung sind. Aber eben, das ist wichtig, dass wir früh ein Goal schiessen können. Ich glaube, sie haben uns ein bisschen unterschätzt und haben ein bisschen Mühe mit der Kunststrasse. Aber das ist unser Vorteil und ich glaube, wir haben sehr gut gespielt allgemein. Schade, dass wir eigentlich 2 Goal bekommen. Das war natürlich ein super Anfang, gerade mit 3-0 geführt. Das hätten wir auch nicht gedacht vor dem Match. Das hätten, glaube ich, alle gerade so unterschrieben. Nachher war es schade, haben wir noch die 2 Goal bekommen, aber ich glaube, wir können uns nicht beklagen, gegen Tottenham 3-2 zu gewinnen. No, we didn't underestimate the team. I don't think you can ever do that, especially at this level. It's a Champions League. We watched the video, so we know it'd be a tough game, especially away from home. I don't know, I just think it was... We started slow the first half. I think if you look at their goals, credit to them, they created the goals quite well. But we started slow, and I think the last 10 minutes of the first half was a lot better. It was more organised than the second half, even though they had the 2 chances at the end. But I thought we were the better side. And we're happy to get the 2 goals because, you know, obviously it's 2 games. You know, they got to come to White Hart Lane there, and hopefully we could win there. Sehr positiv, aber diese 3-2 ist eigentlich ein schwierig am Ende, weil 3-0 war gut und 3-1 auch, aber ja, wir müssen gerne in London für gewinnen. Ja, ich freue mich einfach aufs ganze Erfahrung. Einfach schon einen Tag vor dem Spiel. Wenn wir dort im Stadion trainieren, also dort durchfahren, wo ich früher als Kind gewartet habe für Autogramm. Das wird alles ein schönes Erlebnis sein.